Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Nachdem wir im letzten Video Funktionen kennengelernt haben, soll es in diesem Video nun darum gehen, wie Funktionen Werte erhalten, mit denen sie arbeiten können und wie sie dann am Ende ihrer Ausführung einen Wert zurückliefern können. Das Ganze spiele ich wieder direkt an einem Beispiel durch, bevor wir dann hinterher reflektieren, was wir da eigentlich getan haben. Hier haben wir nun ein kleines Programm, das wieder einmal Potenzen berechnen soll. Dieses Mal gehen wir davon aus, dass wir bereits eine Funktion hätten, die Potenzen berechnet und dass diese Funktion den Namen Power trägt. Das ist der englische Begriff, den man üblicherweise für die Potenzen verwendet. Wir nehmen also kurzerhand hier an, dass es diese Funktion bereits irgendwie gibt. Genau das ist im Grunde die Idee dahinter, wenn wir Funktionen verwenden. Wir benutzen sie, wir rufen sie auf, ohne dass wir irgendwelche anderen Details über sie kennen, als ihre sogenannte Schnittstelle, ihren Namen, die Parameter, die die Funktion erwartet und ob sie eine Rückgabe liefert und wenn ja, von welcher Art dieser ist. Die Funktion Power gibt es in JavaScript zwar nicht, aber das soll uns im Augenblick nicht stören, denn die Abhilfe ist einfach. Wir schreiben die Funktion selber. Wir definieren diese Funktion gleich und erweitern so gewissermaßen die Fähigkeiten von JavaScript. Das wird dann unser nächster Schritt sein. Aber erst wollen wir uns angucken, was passieren würde, wenn es diese Funktion bereits gäbe, also eine Funktion mit dem Namen Power, die zwei Zahlen als Parameter erhält. Wie wir bei einer Potenzierungsfunktion erwarten würde, sind diese beiden Zahlen die Basis und ein Exponent und die Funktion sollte dann bitte die entsprechende Potenz berechnen, also Basis hoch Exponent errechnen. Gucken wir nun, was dieses Programm dann macht. Wir fragen als allererstes den Benutzer, welchen Wert er für die Basis angeben möchte. Dann wollen wir eine Reihe von Potenzen bestimmen bis zu einem bestimmten Wert hin, den der Benutzer ebenfalls eingeben soll. Zum Beispiel könnten wir uns die Zweierpotenzen bis 2 hoch 16 berechnen lassen. Wir gucken uns das einfach direkt einmal am Beispiel an, denn tatsächlich habe ich die entsprechende Funktion schon geschrieben und zeige hier einmal das fertige Programm, das wir gleich aus dem, was wir hier links im Editor sehen, noch erstellen müssen. Ich lade das fertige Programm einmal in den Browser. Von welcher Basis sollen die Potenzen gebildet werden? Ich möchte, wie gesagt, Zweierpotenzen berechnen und ich würde das gerne bis 16 machen. Dann schreibt unser Programm eine kleine Tabelle in unserer HTML-Seite, in der die entsprechenden Potenzen von 2 hoch 0 bis 2 hoch 16 stehen. Hier sieht man schon die Flexibilität von Funktionen. Wir können diese Funktion mit verschiedenen Werten aufrufen. Das ist genau das, was wir über diese Parameter hinbekommen. Die Funktion wendet zwar immer dasselbe Verfahren an, aber sie macht das nicht für dieselben Werte, macht also nicht immer exakt das Gleiche. Abhängig davon, welche Eingaben die Funktion erhält, erhalten wir also unterschiedliche Ergebnisse, sprich Rückgabewerte. In der ersten Runde der Schleife hat unsere Funktion hier offensichtlich 2 hoch 0 berechnet, dann 2 hoch 1, dann 2 hoch 2 und immer so weiter. Was jeweils berechnet werden soll, müssen wir immer an die Funktion übergeben. Gucken wir uns dazu noch einmal den Quelltext an. Wir haben hier diese beiden Prompt-Anweisungen, die wir uns gerade schon angeguckt haben kurz, mit denen wir den Benutzer die beiden Werte haben eingeben lassen. Wir nehmen uns dann eine Variable, der ich den Namen Resultat gegeben habe. Diese Variable erhält hier keinerlei Initialisierung, weil wir sie sowieso gleich immer wieder neu berechnen werden. Wir sehen, dass hier außen um diese Vorschleife herum erst einmal eine Tabellenumgebung geschrieben wird. Wir erinnern uns, dass wir mit den Document-Write-Anweisungen in unserem Programm ja in HTML hineinschreiben. Und das heißt, wir müssen immer gültigen HTML-Code erzeugen. Hier geben wir nun keine Absätze aus, sondern eine Tabelle. Das öffnende und das schließende Table-Tag müssen natürlich außerhalb der Vorschleife stehen, denn wir wollen ja nicht 16 oder wie viele auch immer verschiedene Tabellen erzeugen, sondern eine einzige Tabelle schreiben. Deshalb stehen die Document-Write-Anweisungen, mit denen wir diese beiden Tags schreiben, außerhalb der Schleife. Schauen wir uns nun an, was innerhalb der Vorschleife passiert. Wir haben schon das öffnende Table-Tag geschrieben und können nun also innerhalb der Vorschleife einzelne Tabellenzeilen erzeugen. Da müssen wir uns genau angucken, was wir da genau tun. Die Schleife hat, wie wir das schon mehrfach gesehen haben, einen Laufindex, der bei 0 losläuft und so lange läuft, wie er kleiner oder gleich dem vom Benutzer als maximaler Exponent eingegebenen Wert ist. In meinem Beispiel, wo ich 16 für e eingegeben habe, läuft er bis 16 einschließlich hoch. Der Laufindex wird in jeder Runde um 1 erhöht. In den Anweisungen innerhalb der Schleife wird zunächst ein neuer Wert für die Variable Resultat berechnet. Um diesen Wert zu berechnen, wird die Funktion Power, um die wir uns bislang immer noch nicht gekümmert haben und von der wir bislang keine Ahnung haben, wie sie funktioniert, mit dem Wert von b, also der Basis, als erstem Parameter und dem Wert von i als zweitem Parameter aufgerufen. Und der Wert von i zählt Runde um Runde von 0 bis zum Wert von e hoch.
Wir übergeben also die Basis, zum Beispiel 2, und unseren jeweils aktuellen Index. In der ersten Runde übergeben wir für i also den Wert 0, dann 1, dann 2, dann 3 und so weiter bis 16. Für i gleich 0 wird in unserem Beispiel 2 hoch 0 berechnet werden. Für 1 würde 2 hoch 1 berechnet werden, für 2 dann 2 hoch 2 und so weiter bis schließlich 2 hoch 16. Der Rückgabewert der Funktion Power, der dann hoffentlich korrekt unsere Potenzen berechnet, wird jeweils in der Variablen Resultat gespeichert. Anschließend wird dann, so sagt es die nächste Zeile in unserer Schleife, eine Tabellenzeile erzeugt, in die wir in eine erste Zelle den zu berechnenden Ausdruck schreiben, beispielsweise 2 hoch 0, und in die zweite Zelle die entsprechende Potenz, hier also 1. Wir sehen im Browser schon das Ergebnis des Ganzen und könnten uns das auch noch genauer im Inspektor angucken, aber das sparen wir uns an dieser Stelle. Wenn wir es täten, würden wir sehen, dass die Tabelle tatsächlich genau so aussieht, wie ich es gerade beschrieben habe. Probiert es einmal selber aus, die Beispieldateien stehen euch in Panda zur Verfügung. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie das mit diesem Power denn eigentlich funktioniert. Denn tatsächlich gibt es diese Funktion Power nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass sie irgendwo herkommt. Wenn es eine vordefinierte Funktion Power in JavaScript gäbe, wäre alles gut. Dann könnten wir die hier einfach benutzen. Es gibt sie aber nicht. Und das bedeutet, wir müssen diese Funktion selber schreiben. Ich habe da schon einmal etwas vorbereitet und die Funktion in dieser separaten Datei geschrieben. Da sehen wir jetzt unsere Funktion Power und hier sehen wir zum ersten Mal, wie man eine Funktion selber schreibt. Man schreibt also als allererstes das Wort Function dorthin. Anschließend gibt man den Namen der Funktion an. Er muss genau so geschrieben sein wie an der Stelle, wo wir diese Funktion dann verwenden wollen, wo wir sie aufrufen. Die Funktion erhält, so steht das da oben in den runden Klammern geschrieben, zwei Parameter. Die beiden Parameter heißen hier Basis und Exponent. Schauen wir noch einmal in unser Hauptprogramm. Da sehen wir, dass dort die Werte b und i heißen. In unserer Funktion hingegen heißen sie Basis und Exponent. Ja, was denn nun? Woher ist denn nun klar, wie die Werte an die Funktion übergeben werden, also wie die Zuordnung der beiden aktuellen Parameter erfolgt, die der Funktion bei der Ausführung übergeben werden, zu den beiden formalen Parametern, die bei der Definition der Funktion angegeben werden? Nun, das ist zum Glück ganz einfach. Das geht der Reihe nach. Das heißt, dass der erste hier beim Aufruf angegebene Wert im ersten Parameter landet und der zweite beim Aufruf angegebene Wert im zweiten Parameter landet. Wenn wir Power also aufrufen, erhält Basis genau den Wert, der bei dem aktuellen Aufruf hier eingesetzt wird. Das ist in unserem Hauptprogramm immer der Wert von b, der sich die ganze Zeit nicht verändert. Und Exponent enthält den Wert, der als zweiter Parameter beim Aufruf übergeben wird. Das ist in unserem Hauptprogramm der Wert von i, der sich in jeder Runde verändert. In der ersten Runde ist das die 0, dann die 1, dann 2 und so weiter. Jetzt können wir uns die Funktion in ihrem Inneren einmal angucken. Da passiert nichts Geheimnisvolles. Was hier innerhalb der Funktion im sogenannten Funktionsrumpf steht, sieht aus wie ein ganz normales JavaScript-Programm. Und das ist es tatsächlich auch. Ein kleines, in sich abgeschlossenes Programm, das nur jetzt nicht in HTML eingebettet ist, sondern in eine solche Function-Umgebung. Wie wir das von anderen Sprachkonstrukten von JavaScript schon kennen, ist auch der Funktionsrumpf ein Block. Das heißt, er beginnt mit einer öffnenden geschweiften Klammer und endet hier unten mit der schließenden geschweiften Klammer. Alles, was zwischen diesen Klammern steht, sind die Anweisungen, die üblicherweise ein JavaScript-Programm bilden. Fast alles davon kennen wir schon. Wir sehen die Deklaration und Initialisierung einer Variable namens Ergebnis mit dem Wert 1. Dann wird überprüft, ob der Exponent kleiner als 0 ist. Wenn das der Fall ist, wird eine Meldung zurückgegeben. Das ist nun eine neue Anweisung, die wir hier gerade kennenlernen, die Return-Anweisung. Um die kümmern wir uns gleich noch. Für den Augenblick soll es reichen zu wissen, dass hiermit die Ausführung der Funktion sofort abgebrochen wird, die weiteren Anweisungen in der Funktion also nicht mehr ausgeführt werden. Die folgenden Zeilen werden also nur dann ausgeführt, wenn der Exponent größer oder gleich 0 ist. Dann wird die For-Schleife durchlaufen. In dieser wird wieder eine Variable namens i deklariert. Im Hauptprogramm gibt es auch schon eine Variable namens i. Aber das stört uns nicht, da wir sozusagen lokal unterwegs sind. Wir befinden uns in dieser Box der Funktion, wir sitzen in einer kleinen Kiste und können nicht nach draußen gucken. Wir wissen von der Welt da draußen nichts. Tatsächlich wissen wir ein bisschen was, aber für den Augenblick stellen wir es uns so vor, als wüssten wir innerhalb dieser Welt gar nichts davon, dass es da draußen eine andere Welt gibt. Wir haben die rote Pille noch nicht geschluckt. Wir haben also hier unsere eigene Variable i, die wir auf 0 setzen. Und solange sie kleiner als der Wert von Exponent ist, erhöhen wir sie in jeder Runde der Schleife um 1. Das ist nun nichts Neues mehr für uns. Genauso wie die Berechnung innerhalb der Schleife, wo wir jeweils Ergebnis gleich Ergebnis mal Basis setzen. Das ist im Grunde genau das Potenzierungsprogramm, das wir neulich ganz am Anfang, als wir begonnen haben, uns mit JavaScript zu beschäftigen, schon gesehen haben. Lediglich ganz am Ende sehen wir noch einmal etwas Ungewohntes. Hier haben wir wieder diese ominöse Anweisung Return Ergebnis. Beachtet bitte, dass wir innerhalb dieser Funktion nichts ausgeben. Wir haben hier keine Document-Write-Anweisung. Wir schreiben also nichts in irgendein HTML-Dokument, sondern wir geben einen Wert zurück.
Eine Funktion könnte durchaus auch etwas in ein HTML-Dokument schreiben, aber das ist häufig kein guter Stil und das sollten wir meistens vermeiden. Wir werden das in dieser Vorlesung praktisch nie machen und deshalb natürlich hier schon mal erst recht nicht. Stattdessen geben wir einen Wert zurück. Unter der Voraussetzung, dass der Exponent größer oder gleich 0 war, geben wir hier eine Zahl zurück. Nur wenn der Exponent kleiner als 0 war, geben wir diesen Text zurück, aber um diesen Sonderfall kümmern wir uns erstmal nicht. Wir gehen also davon aus, dass unser Wert größer oder gleich 0 gewesen ist, dann wird also hier ein Ergebnis zurückgeliefert. Wenn als Basis der Wert 2 übergeben wurde und als Exponent der Wert 0, dann würde also hier eine 1 in der variablen Ergebnis stehen und dieser Wert zurückgegeben. Wenn wir hingegen eine 2 als Basis übergeben bekommen haben und als Exponent eine 16, würde der Wert 65.536 zurückgegeben. Was bedeutet das, wenn ich sage, ein Wert wird zurückgegeben? Das heißt, der Wert, das Funktionsergebnis, wird effektiv an der aufrufenden Stelle eingesetzt. Der Wert 1 oder 65.536 oder was immer wir gerade berechnet haben, wird also hier an dieser Stelle eingesetzt. Und dann steht hier, dass diesen Wert jetzt die Variable Resultat erhalten soll. Wenn wir also Power von 2,0 berechnen und somit, wie eben überlegt, den Wert 1 zurückerhalten, wird dieser Wert in der Variablen Resultat gespeichert. Und das ist ja auch genau das, was wir im Browser in der Tabelle gesehen haben. Wenn wir hingegen Power von 2,1 berechnen, erhalten wir den Wert 2 zurück. Spielt das ganze Programm, vielleicht nicht bis 16, aber wenigstens bis 5 als maximaler Exponent, einmal durch, um das im Detail zu verstehen. Und so machen wir Runde um Runde weiter mit den immer neuen Werten für den zweiten Parameter, bis wir in meinem Beispiel bei der 16 ankommen und Power von 2,16 berechnen, was uns als Rückgabewert 65.536 liefert und diesen Wert dann in der variablen Resultat speichert. So können wir die Berechnung der Potenzen mithilfe einer Funktion durchführen und damit diese Tabelle mit Potenzen erzeugen. Wir übergeben also hier an der aufrufenden Stelle die sogenannten aktuellen Parameter. Diese werden der Reihe nach in die formalen Parameter gemäß unserer Funktionsdefinition eingefüllt. Wie die formalen Parameter der Funktion heißen, ist für das Hauptprogramm oder generell die aufrufende Stelle, denn auch Funktionen können andere Funktionen aufrufen, vollkommen egal. Und umgekehrt ist der Funktion vollkommen egal, ob es da draußen eine Welt gibt, in der die Variablen genauso heißen wie in ihrem Inneren, ganz anders heißen oder wie auch immer. Die Funktion ist, so können wir das zumindest im Augenblick betrachten, eine in sich geschlossene Welt. Wir werden sehen, dass mitunter tatsächlich auch innerhalb einer Funktion Dinge verwendet werden können, die von außerhalb kommen, die also außerhalb der eigentlichen Funktion stehen. Aber darum kümmern wir uns erst im nächsten Video. Im Augenblick betrachten wir es also so, als ob die Funktion self-contained, also ein vollkommen in sich abgeschlossenes Programm wäre. Anders als unsere Programme, die wir bisher geschrieben haben, enthält unsere Funktion kein Document Write und sollte das in aller Regel auch nicht tun. Stattdessen besitzt sie eine Rückgabeanweisung. Genauer gesagt hat diese Funktion sogar zwei Rückgabeanweisungen. Mit diesem Return liefert eine Funktion ein Ergebnis, so ähnlich wie eine mathematische Funktion wie der Sinus einen Wert liefert. Die Funktion Sinus liefert, wenn wir als Parameter den Wert 30 Grad übergeben, den Rückgabewert 0,5. Und so ähnlich liefern auch die Funktionen in JavaScript einen Wert zurück. Nur eben nicht notwendigerweise eine Zahl und sie müssen auch keine mathematische Berechnung ausführen. Dafür werden wir noch Beispiele sehen. Tatsächlich haben wir ja schon gesehen, dass der Rückgabewert auch ein Text sein kann, nämlich in dem Sonderfall oben in der Funktion. Wir sehen hier auch, dass die Funktion gemischte Werte zurückliefern kann, also je nachdem mit welchen Parametern sie aufgerufen wurde, eine Zahl oder einen Text. Das ist eine Spezialität von JavaScript und auch einigen anderen Programmiersprachen, aber beileibe nicht von allen. Jetzt besteht nur noch ein einziges Problem. Unser Hauptprogramm, das wir in unserer HTML-Datei haben, muss die Funktion Power ja irgendwoher kennen. Wo gibt es die denn? Ich habe ja gesagt, dass die nicht in JavaScript vordefiniert ist. Vordefinierte Funktionen könnten wir einfach verwenden. Die sind gewissermaßen immer vorhanden. Die gehören zur JavaScript-Welt oder zur Browser-Welt, wenn man so möchte, dazu. Das sind beispielsweise solche Funktionen wie Prompt, das wir hier oben verwendet haben. Eine Funktion Power aber gibt es noch nicht. Die haben wir eben selber geschrieben. Ihr seht hier, dass ich in dem Ordner, in dem die Datei potenzen.html liegt, auch eine JavaScript-Datei angelegt habe. Diese enthält nichts anderes als den JavaScript-Code. JavaScript-Dateien enthalten immer nur JavaScript-Code, also beispielsweise eine Funktion oder auch anderen JavaScript-Code, also ähnlich wie das, was wir normalerweise in einer Script-Umgebung stehen haben. Jetzt müssen wir diese beiden miteinander bekannt machen. Das machen wir ganz ähnlich, wie wir das bei Stylesheets gemacht haben. Wir binden nämlich diese Funktion kurzerhand ein. Dazu verwenden wir wieder das Script-Tag, das wir schon kennen, schreiben aber nun keinen Code zwischen das öffnende und das schließende Script-Tag, sondern geben dem öffnenden Tag ein src-Attribut mit, das als Wert den Namen der JavaScript-Datei erhält, die wir auf unserer Webseite bekannt machen wollen.
Dieses Attribut hatten wir schon bei Bildern kennengelernt, hier verwenden wir es nun für JavaScript-Code. Wichtig ist allerdings, dass wir hier, anders als bei Bildern, auch ein schließendes Tag brauchen. Unsere Datei heißt power.js und daher vergebe ich hier diesen Wert als Attribut. In den allermeisten Fällen nehmen wir solche Funktionsdefinitionen übrigens im Kopf der HTML-Datei vor. Das muss man nicht machen, ist aber zumindest im Rahmen dieser Veranstaltung das empfohlene Vorgehen. Auf diese Weise machen wir also dem Programm auf unserer HTML-Seite die Datei mit unserem JavaScript-Code bekannt. In der befindet sich unsere Funktionsdefinition, wodurch nun diese Funktion auf unserer HTML-Seite verwendbar wird. Ganz wichtig ist noch, dass diese Funktionsdefinition, die wir hier vorgenommen haben, erstmal quasi ruht und gar nichts macht und erst dann aktiv wird, wenn wir sie aufrufen. Die Funktion Power ist sozusagen ein schlafender Spezialist, dem wir sagen können, lieber Spezialist, berechne jetzt mal was für uns. Der sitzt da also stumm in der Ecke und wartet darauf, dass ihm irgendwann jemand sagt, jetzt mach mal was. Und diese Stelle, an der wir das sagen, befindet sich hier in unserem Hauptprogramm. Und weil das in einer Schleife passiert, wecken wir den Spezialisten 17 Male hintereinander, weil wir immer wieder zu ihm sagen, hallo, mach mal was, mach mal was, mach mal was und so weiter. Und zwar jedes Mal ein bisschen was anderes. Der Spezialist kann nichts anderes als potenzieren, aber das macht er jedes Mal mit anderen Werten. Damit haben wir jetzt gesehen, wie wir eine Funktion selber schreiben. Wir haben gesehen, wie die Parameterübergabe funktioniert, das heißt, wie Werte von außerhalb der Funktion in die Funktion hineinwandern. Also von unserem Hauptprogramm aus, dem JavaScript-Code, den wir in der HTML-Datei der Skriptumgebung geschrieben haben. Von dort aus haben wir dann diese Funktion aufgerufen, die in einer separaten Datei liegt und die wir in unsere HTML-Datei eingebunden haben. Die Parameterübergabe läuft über die runden Klammern, die wir sowohl in der Definition der Funktion als auch beim Aufruf der Funktion angeben müssen. Der erste Wert, der an der aufrufenden Stelle angegeben wird, ist der Wert, der in den ersten Parameter in der Funktionsdefinition hineinwandert. Der zweite Wert wandert in den zweiten Parameter und so weiter. Dass die Namen der Variablen in unserem Hauptprogramm und in der Funktion unterschiedlich sind, braucht uns nicht zu stören. Die Übergabe findet über diese runden Klammern statt und die Reihenfolge definiert, was wo hineinwandert. Solche Funktionen können sich auch gegenseitig aufrufen. Das heißt, wir können eine Funktion nicht nur aus dem Hauptprogramm aufrufen, sondern unsere Funktion könnte auch weitere Funktionen aufrufen. Dafür ist nur wichtig, dass diese Funktionen auch wiederum bekannt sind. Dafür müssen wir sorgen und dafür brauchen wir irgendwo eine zentrale Koordinationsstelle, die wir üblicherweise in einer HTML-Datei unterbringen. Zumindest hier im Rahmen dieser Vorlesung machen wir es meistens so, dass wir in einer HTML-Datei zuerst einmal alle benötigten Komponenten zusammenbringen und dort die entsprechenden JavaScript-Dateien einbinden, die dann jeweils einzelne Teilaufgaben erledigen. Man kann sich überlegen, wie viel man in eine Datei zusammenpackt. Wir können mehrere Funktionen in eine einzige JavaScript-Datei schreiben. Wir können auch pro Funktion eine eigene JavaScript-Datei schreiben. Da sind wir vollkommen frei und sollten es wieder so machen, wie es für uns am übersichtlichsten ist, wie es für uns sinnvoll ist. Häufig bietet es sich an, gewisse zusammengehörende Funktionen zusammenzulassen, aber separate Funktionen auch wirklich in separate Dateien zu packen. Diese Dateien können wir dann, wie gesagt, in unser Hauptprogramm einbinden, in unsere HTML-Datei mit dem Script-Tag, src, das Source-Attribut, und dann als Wert den Namen der entsprechenden Datei und das schließende Script-Tag nicht vergessen. Und der Angabe des Dateinamens eben, wie gesagt, als Source-Attribut. Funktionen berechnen häufig einen Rückgabewert, aber sie müssen das nicht unbedingt tun. Wir werden noch Funktionen kennenlernen, die keinen Rückgabewert haben. Wenn wir einen Rückgabewert haben, wandert der an die Stelle, wo diese Funktion aufgerufen worden ist, so wie wir das eben in unserem Programm gesehen haben. Damit haben wir einen ersten Einblick in das Thema Parameter und Rückgabewerte erhalten. Das wird uns allerdings noch ein kleines bisschen weiter beschäftigen, weil es noch ein paar Feinheiten gibt, die ich hier erst einmal ausgespart habe und denen wir uns in den nächsten Videos zuwenden werden. Tschüss, bis zum nächsten Video.